بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine Geschwister, wir sind seit einigen Wochen, reden wir über den Einfluss unserer Gedanken und unserer Aussagen auf unser Leben. Danke. Das war okay. Kannst du bitte wieder da warst, wie es war? Ja. Dass man halt diesen Einfluss in seinem Leben hat und das merkt man wirklich, das merkt man ganz komplett in unserem Verhalten. Jeder von uns, so wie er denkt, so wie er war, wer er ist, merkt also diesen Einfluss in seinem. Ich merke auch jetzt den Einfluss hiervon natürlich. Aber der Punkt, an dem wir gekommen sind, oder wir, ein Punkt, den wir auch ganz allgemein gesagt haben, wir kamen ja halt bei diesen Gedanken, bei der Entwicklung dieser Gedanken kamen wir zu dem Gedanken des sich ausnutzen lassen. Und wir haben dann erklärt den Unterschied zwischen Al-Ifar, andere Menschen bevorzugen, Al-Ifar, andere Menschen bevorzugen, und Anania. Anania im Islam bedeutet nur sich selbst lieben. Und wir haben ja auch gesagt, dass bei uns Muslime die volle Konzentration auf Al-Ifar, auf andere bevorzugen, ja, gesetzt worden ist, so dass wir in bestimmten Beziehungen, aber nur in bestimmten Beziehungen, total zu den falschen Ja-Sagern geworden sind. Weil dieses, zum Beispiel dieses Ja, diese Kultur des Ja-Sagens, was krank ist, die ist zum Beispiel sehr oft in Beziehungen. Zum Beispiel, ich sag immer meinen Eltern Ja, egal was sie von mir verlangen. Auch wenn sie etwas Falsches von mir verlangen. Ich meine, mit etwas Falschem meine ich jetzt nicht eine Sünde, das sowieso nicht. Nein, es gibt auch viele andere falsche Sachen, die man macht gegenüber zum Beispiel meinem Kind. Das machen ja auch die Eltern. Ja, wir haben ja auch viele Kinder, die Probleme haben, weil ihre Eltern ihnen immer Ja sagen. Immer Ja. Alles, was du haben möchtest, ja, ja, ja. Und dann kann man sich vorstellen, wie so ein Kind am Ende sein wird. Die Regel, damit du das richtig machst, ist folgendermaßen. Wenn jemand von dir verlangt, mach das für mich, dann musst du dir eine kurze Zeit nehmen. Du nimmst dir etwas Zeit, eine kurze Zeit, und schaust dabei. Wenn ich das mache und ich bin währenddessen glücklich und zufrieden, ja, das ist Al-Ifar. Ja, das ist das, was der Islam von uns verlangt. Ja, ich mache das, ich mache diese Sache, ich nehme ihn mit meinem Auto nach Hause, ich fahre ihn nach Hause und ich bin glücklich dabei, ich bin zufrieden, Herr Eva. Wenn ich das aber mache und ich bin dabei unglücklich, ja, und unzufrieden und ich zwinge mich dabei und ich muss sozusagen auf meinen Kiefern drücken, um mich, ich habe letztens mit jemandem ein Gespräch gehabt und die sagt, sie hat Kieferschmerzen, ja. Sie hat richtig Kieferschmerzen und alles tut ihr weh und der Nacken. Und die Ärzte haben ihr gesagt, das ist psychosomatisch. Also psychosomatisch jetzt hier bei unserem Thema. Es sind deine Gedanken. Das, was sie in Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wie sie das geändert hat, was ist bei ihr drin? Sie dachte, ja, also sie guckte erstmal komisch. Sie hat gesagt, du bist eine Ja-Sagerin. Ja, das stimmt. Woher weißt du das? Ja, weil du drückst, ja. Du sagst, dir werden Sachen gesagt
und du machst das einfach. Ja? Und ich kann nicht Nein sagen. Ja? Ich kann nicht Nein sagen. Dieser Gedanke übersetzt sich in was? In auf die Zähne, auf deinen Kiefer drücken, fester drücken. Hm? Und mit der Zeit, ja, man schläft in der Nacht und die gesamte Nacht drückt man. Ja? Ist man nur am Drücken. Und später, wie gesagt, hast du Probleme. Der Orthopäde kann dir nicht helfen, weil das kommt immer wieder. Und, aber hier, wenn wir, wie gesagt, das verstanden haben, diesen Vers, in Allah la yughayyiru ma biqaumin, hat Allah ändert nicht die Lage eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen drin ist, dann werden wir die solche Probleme nicht haben. Ja? Daher, das ist die Regel. Wenn du dann etwas machst und du bist dabei unglücklich und du zwingst dich dabei, dann ist das kein Dingsbums, dann ist das kein Ifar. Ja? Das ist vielmehr ein Problem und im Islam reden wir von Dhulm und Nafs, dass man sich selbst was Unrecht getan hat und tut. Aber es gibt ja Menschen, die das unbedingt machen möchten. Ja? Es gibt Menschen, die unbedingt immer Ja sagen möchten, weil sie brauchen das. Was brauchen sie, diese Menschen, meine Geschwister, so? Die machen eine Art kleinen Schirk, Beigesellung. Was brauchen sie, um zu leben, um sich weiterzuentwickeln? Denken sie, muss was sein? Es muss so sein, dass alle Menschen positiv von ihnen denken. Die machen sich immer von der Meinung anderer Menschen abhängig. Ja, der Dichter hat gesagt, die Menschen sollen mit mir zufrieden oder unzufrieden sein. Mein Ziel ist, dass ich Allah zufriedenstelle. Weil die Zufriedenheit von Allah, die ist für mich. Habt ihr mich verstanden? Solange ich dafür sorge, dass Allah zufrieden mit mir ist, was erreiche ich dabei? Ich erreiche dabei einen Glückszustand. Anders als die Menschen. Wenn ich daran arbeite, die Menschen zufrieden zu stellen. Ich habe das Beispiel genannt. Auf der Arbeit, ich merke, dass ich nicht keine höhere Position bekomme. Ich merke, dass ich immer mein Gehalt habe, wie ich habe. Warum? Meistens bei diesen Menschen ist das der Fall so, dass sie immer Ja sagen. Ja? Jeder in der Firma, der irgendeine Aufgabe nicht machen möchte, der kommt und gibt sie ab. Und das findet man nicht nur in der Firma, das findet man auch zu Hause. Ja? Dass man meistens ein Kind zum Beispiel hat, was bereit ist, alles zu tun. Die anderen, die wehren sich, sagen, nein, möchte ich nicht. Die sind gesund und wir, manche Muslime, sagen, la hawla wa la quwwata illa billah, ey, gehorcht nicht, im Gegenteil, freu dich darüber, dass dein Kind selbst entscheiden kann, dass dein Kind auch Nein sagen kann. Also ein Kind ist wirklich erst geboren, wenn es angefangen hat, Nein zu sagen. Wenn du hörst, dass dein Kind angefangen hat zu sagen, nein, das möchte ich nicht, dann sei nicht traurig, dann sei nicht, ich bin gescheitert, im Gegenteil, ich habe mein Kind so erzogen, dass er in der Lage, nein, natürlich, wenn du ihm sagst, also nein, muss natürlich alles im Verhältnis. Al-Ifar, al-Astamid, da qimata nafsi min Allah azza wa jalla. Al-Ifar, das heißt, ich muss dafür sorgen, daran arbeiten, dass mein Wert, von wem bekomme ich meinen Wert? Ja? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das Problem, meine Geschwister, ist folgendermaßen, wenn du die Menschen, ja, du bist dabei, immer den Menschen zu geben. Du gibst den Menschen, du gibst und du gibst und du gibst und du erwartest natürlich, dass sie sich dementsprechend auch verhalten. Aber wenn sie es denn nicht tun, was passiert mit dir? Du bist kaputt. Du sagst, ich habe ihm so viel getan. Ja? Das ist kein Ifar. Diese Handlung an sich ist falsch. Habt ihr mich verstanden? Weil diese Handlung, die hast du dann nicht gemacht, fi sabilillah, nach den Prinzipien Gottes. Wenn du es nach den Prinzipien von Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hättest, dann würde sich für dich dabei kein Schmerz entstehen. Du wirst nicht traurig sein. Du wirst nicht mal diesen Gedanken haben. Ich habe ihn in die Moschee geholt und so. Und auf einmal, der redet jetzt gar nicht mit mir. Das wird dir egal sein. Du bist nicht abhängig davon. Ja? Also diese Menschen leider, das, was bei ihnen passiert, weil eine Sache, das ist gefährlich, meine Geschwister, eine Sache führt zum nächsten. Das heißt, so ein Mensch hier, der hängt an der Meinung anderer Menschen. Der ist was? Wovon abhängig? Er ist von der Meinung der anderen Menschen abhängig. Das heißt, er macht irgendwas und guckt, was machen die anderen? Was sagen sie jetzt dazu? Ja? Sind sie mit mir zufrieden oder sind sie mit mir nicht zufrieden? Es bleibt aber nicht dabei. Ganz gefährlich, oder Erdubillah, ich sage, oder Erdubillah, ist, wenn Eltern sowas merken. Ja? Wenn die Eltern merken, dass sie ein Kind haben, was dazu neigt. Oder wenn in der Ehe ein Ehepartner das merkt, dass der eine Ehepartner dazu neigt und das dann ausgenutzt wird. Ja? Mein Kind hört und macht alles und ich nutze das aus, oder Herr Gewinner.
Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das ist eine große Sünde. Denn die Kinder, das sind unsere Gäste. Wisst ihr das? Unsere Kinder, die sollen so gesehen und betrachtet werden, wie unsere Gäste, die mal bei uns zu Hause sind. Und wie behandelt man einen Gast? Nutzt man einen Gast aus? Manipuliert man einen Gast? Oder mein Ehepartner ist noch viel schlimmer. Wie gesagt, das nächste Problem, was daraus entsteht, ist, dass man von der Meinung anderer Menschen abhängig ist. Ja? At-ta'alluq, das nennt man auf Arabisch, at-ta'alluq. Damit ich glücklich werde, was brauche ich? Ich brauche immer wieder etwas von außen. Ja, und das ist unser Thema. Damit ich glücklich werde, brauche ich etwas von außen. Und deswegen sage ich immer ja. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Du musst an dir selbst dran arbeiten. Und wie gesagt, wenn du in so einen Zustand gekommen bist, es geht weiter. Ja? Es geht weiter. Ich kann dir ein paar Beispiele noch nennen. Auch das Thema, was hier alle sehr, sehr bestimmt, weil wir hier auch, mashallah, so ein junges Publikum haben, das Thema heiraten. Ja? Das hier, das hat auch weitere Probleme innerhalb der Ehe. Innerhalb der Ehe entstehen noch weitere Probleme. Wenn du einer bist, der immer ja sagt und immer davon abhängig, also sich abhängig macht, was die anderen von dir denken, dann wirst du dich weiterentwickeln im Alter, dass deine Gedanken sich ja auch, die Gedanken entwickeln sich ja auch. Also positive Gedanken werden immer größer, aber negative Gedanken werden auch immer größer. Es geht zur nächsten Stufe. Die nächste Stufe könnte zum Beispiel heißen, damit ich glücklich werde, wenn ich ein Ja-Sager bin, damit ich glücklich werde, was brauche ich? Ich brauche jemanden, der mich glücklich macht. Ich brauche einen Ehemann. Was brauche ich? Ich brauche eine Ehefrau, die mich dann glücklich macht und so weiter und so fort. Es hört, walayadu billah, gar nicht mehr auf, bis du irgendwann mal, diese Menschen, die haben eine Überzeugung. Irgendwann mal hat man ein Iqtina. Das ist ganz gefährlich, wenn du in die Stufe des Iqtinas. Iqtina heißt es, du bist voll davon überzeugt. Iqtina'uhu, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ist, annaka lan takuna qadira ala an tusbiha sa'idan. Du bist voll davon überzeugt, dass du nicht glücklich sein kannst, bis du das oder dies oder die oder den bekommst. Gefährlich. Du bist was? Du hast dich erledigt. Solche Menschen, die erreichen nur das Gegenteil in ihrem Leben. Ja? Wenn du dir jetzt schon im Voraus gesetzt hast, was du brauchst, um glücklich zu werden, dann hast du dich erledigt, mit anderen Worten. Ja? Aus islamischer Sicht, du hast dich erledigt. Warum? Ja, weil der ein Mutaalliq, der jemand, der an irgendwas hängt und sich vorstellt, das macht mich glücklich. Was macht er? Wird er sich weiterentwickeln? Wird er an sich weiterarbeiten? Ja oder nein? Nein. Warum? Weil seine Erwartungen nach außen gerichtet sind. Ja? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Er wartet nur auf den anderen. Das heißt, er sieht bei sich ja keine Veränderungspflicht. Ja, nicht nur Bereitschaft, Wille. Er muss sich ja nicht ändern. Ja? Er muss sich nicht ändern. Das haben wir auch in unserer muslimischen Gesellschaft, in der Umma, leider. Das breitet sich ja aus, dass wir voll davon überzeugt sind, wir haben doch den Islam, wir haben doch alles, die anderen tun uns was Schlechtes an. Ja? Kennt ihr das? Dass wir immer uns als Opfer sehen. Und du bist dann wirklich ein Opfer. Ja? Opferrolle. Man kommt in die Opferrolle. Das ist es ja wirklich. Weil du dich von dem Handeln des Außenstehenden abhängig machst. Wie beim Lieblingsthema Ehe bleiben. Was passiert in solchen Fällen, zum Beispiel in der Ehe, nachdem wir Beispiele genannt haben, Kinder, Eltern, in der Ehe. Wisst ihr, was in der Ehe passiert, wenn wir eine Ehefrau haben, die hängt? Oder einen Ehemann haben, der total hängt? Was passiert dann? Was könnte in der Ehe schief laufen, dass so eine Ehe nicht erfolgreich wird? Wir haben zum Beispiel eine Frau, die Ehefrau, die denkt, ich brauche, um glücklich zu werden, glücklich zu sein, was brauche ich? Ich brauche jeden Tag 2 Umarmungen von meinem Ehemann. Ja? Die Umarmung an sich, meine Geschwister, ist in Ordnung. Ja? Hier, wir sehen zum Beispiel, hören der Prophet Rasulallah, zum Beispiel, das kommt von ihm aus. Ja? Sagt mal, wie klug der Prophet Rasulallah war. Ja? Was macht er, wenn zum Beispiel seine Frau Aisha seelisch gerade sehr empfindlich ist? Was hat er gemacht, Rasulallah? Dann sagt Aisha, radiallahu anha,
dass er, wenn ich aus einem Glas getrunken habe, was macht er? Er nimmt das Glas in die Hand und spuckt, wo waren ihre Lippen? Ja? Und die Stelle am Glas, wo ihre Lippen dran waren, er dreht das Glas und trinkt daraus. Ja? Und da könnt ihr euch vorstellen, was da passiert. Das Gegenteil. Eine Frau, sie will unbedingt eine Umarmung, ja, und sie hängt wirklich extrem daran und sie wartet nur, wann kommt er? Wann kommt er, damit er mich umarmt? Wisst ihr, was dann passiert in diesem Fall? Ja? Diese Frau, sie entwickelt bei sich nichts, oder das kann natürlich auch der Mann sein. Sie ist nicht in der Lage, irgendetwas zu machen, was sie glücklich macht und glücklich machen könnte. Dazu ist sie nicht in der Lage. Das heißt, sie macht sich von der Kraft des anderen abhängig. Ihr versteht mich, ja? Ihr Glück hängt wovon ab? Von der Umarmung ihres Mannes. Was passiert dann damit? Der Mann kommt, was macht die Frau? Die saugt ihn aus. Ja? Alle seine Kräfte, die er hat, seine Energie, seine Positivität, die er hat, die saugt sie, die will sie haben. Und die nimmt sie ihm ja auch. Was passiert dann? Er bleibt bei ihr? Nein, das Gegenteil, total das Gegenteil. Er flüchtet vor ihr, weil er muss was verändern. Könnt ihr mir folgen? Weil diese Menschen, die können selber nichts produzieren, nichts Gutes für sich. Bis sie das ändern, was in ihnen drin ist. Ja? Ich kann nur glücklich werden durch meinen Ehemann, ich kann nur glücklich werden durch meine Ehefrau. Daraufhin stoppt er alles. Alle Energiequellen, alle Gedanken, alle Handlungen, alle anderen Handlungen, die ihn glücklich machen könnten, er macht sie nicht mehr. Ja? Sie ist den ganzen Tag, es gibt den ganzen Tag so viel spazieren gehen, ja? Was Schönes kochen. Sich für sich etwas tun, laufen gehen, Sport machen, das macht sie alles nicht. Warum? Weil sie wartet auf die Umarmung. Das heißt, die Umarmung hat sie daran gehindert, alles andere, was für sie positiv sein könnte, was für sie glücklich, also ich erzähle das immer, solange ich noch sehe, dass manche Leute das nicht verstanden haben, deswegen wiederhole ich mich, ja? Bis es inshallah verstanden wird. Und hier in diesem Fall ist es eine Art von Schirk. Ja, warum? Weil es heißt, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. Wer macht dich glücklich? Allah subhanahu wa ta'ala. Die Beziehung zu ihm subhanahu wa ta'ala und die Abhängigkeit, die gesunde Abhängigkeit zu ihm, das ist das, was wir brauchen. Also dieses Hängen, ja, diese Art von ich hänge an meinen Mann oder ich hänge an meine Frau, das ist ja natürlich grundsätzlich nichts Negatives, aber es kann ja extrem negativ sein. Es kann extrem negativ sein oder es ist halt extrem negativ, weil es ja so geworden ist, ja, weil es so erklärt worden ist. Es wurde ja erklärt den Leuten, damit du verliebt bist, ja, also mit Liebe ist gemeint, dass du nicht mehr schlafen kannst, ja, weil ihr zu viele Filme geguckt habt, also indische oder arabische Filme. Und dann wird das erklärt, oder Lieder, man hört sich Lieder an, ja? Ich kann nicht mehr schlafen wegen der Liebe. Ganz gefährlich. Oder man sieht es im Film, sie kann nicht mehr schlafen. Er kann nicht mehr sein Leben leben, weil er liebt. Und dann denken die Menschen, viele denken, solange ich nicht in so einem Zustand gekommen bin, kannst du mir das mit dem Geld lassen? Solange ich in diesem Zustand nicht gekommen bin, sein Vater soll ihn bitte nicht töten, bitte nicken. Solange ich nicht in diesem Zustand gekommen bin, werde ich da was nicht sein? Werde ich nicht verliebt sein. Ja? Das heißt, die Bedeutung von Liebe wird total krank. Die wird richtig falsch. Ja? Hier entsteht natürlich ein ich brauche etwas. Ja? Dieses Gefühl, dass ich immer etwas brauche. Und das sind ja wirklich ganz kranke Verhaltensweisen, die wir aus unserer Kultur oder die wir durch die Filme oder also durch viele Geschichten oder was man hat an der Uni gesehen hat, dass ja, sie waren verliebt und sie konnten nicht mehr studieren und dieses, das nennt man im Arabischen Ta'alluq, etwas, also negative Abhängigkeit und das hat mit Liebe nichts
zu tun. Sie denkt, man denkt, Hub, die Liebe ist, dass ich nicht mehr schlafen kann und mein Herz ist immer ständig am Pochen. Wenn dein Herz ständig am Pochen ist, dann wisse, dass das kein Gleichgewicht ist. Ja? Ja, wenn dein Herz pocht, extrem schlägt, wenn du jemanden siehst, das ist keine Liebe, das ist was? Eine negative Abhängigkeit. So, da hängst du von jemandem abhängig, von jemandem ab und das darfst du nicht sein. Al-Hallu idhan huwa al-ishtighalu bima bidakhilina. Jetzt alles, was ich euch erzählt habe, meine Geschwister, das schließt immer wieder zurück, dass wir sagen, die Lösung ist, dass wir mit dem arbeiten, was in uns drin ist. So Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Ich weiß, das Thema habe ich ziemlich lange gehalten, weil es ja auch wirklich sein muss. Ja? Weil wir flüchten davor. Immer, weil es ist eine Herausforderung. Ich will lieber sozusagen in die Komfortzone wieder zurückgehen, wo ich mich nicht weiterentwickeln muss. Es ist einfacher, meine Probleme und meine Schwächen auf die anderen zurückzuführen. Weil solange du siehst, dass das Verhalten anderer Menschen dich stört und dein Glück zerstört, ist das Problem bei dir drin. Allah subhanahu wa ta'ala, meine Geschwister, wir sind sehr, sehr oft ungerecht. Guck mal, also den Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala über sich subhanahu wa ta'ala sagt, aber das etwas sagt und das verstehen wir auch sehr oft falsch. Nicht وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ vielmehr haben sie sich selbst وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ja? Sie geben Allah subhanahu wa ta'ala nicht den Respekt, ja? Das ihnen gebührt. Das machen wir Muslime unbewusst, sehr oft. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Wir geben Allah subhanahu wa ta'ala, diese Stellung, die ihm gebührt, die geben wir ihm nicht, indem wir zum Beispiel sagen, ja, unglücklich, ja, ich bin unglücklich geworden, Allah hat mich zu einem Unglück, zum Beispiel die Überlieferung, Allah hat vorgeschrieben, dass du unglücklich sein wirst. Das ist ungerecht, ja. Das passt, also übrigens, die Überlieferung ist da'if, ja, die ist sehr verbreitet, aber die ist schwach. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht zu irgendwas zwingen. Das ist ungerecht. Wir haben zwei Kinder, die wachsen beide in der gleichen Familie auf. Der eine hat sich entwickelt und er ist erfolgreich geworden, hat eine erfolgreiche Ehe, er hilft seiner Familie. Und subhanallah, gestern also habe ich auch so einen Fall. Also Kinder aus der gleichen Familie, der eine ist in Richtung Krankheit gegangen und der andere übernimmt, also tut für die Familie und ist erfolgreich, obwohl sie beide aus dem gleichen Milieu kommen. Und dann sagt man ja, bei dem hat Allah das so gemacht und bei dem hat das so gemacht. Oder die Menschen, weil sie gesehen haben, dass wir eine gute Familie sind und dann der gesamte böse Blick hat sich auf dem hier konzentriert und sowas in der Allah subhanahu wa ta'ala la yazlimun nas. Allah subhanahu wa ta'ala ist den Menschen gegenüber nie ungerecht. Solche Menschen, wenn das so endet, ob das in deiner Ehe oder, du musst wissen, ja, was wir auch nicht wissen, wir haben bei momentan ja alle von Devisen reden, ja. Alle wollen Devisen, ihr wollt alle reich werden, ja, einfach mal etwas kaufen, schlafen gehen, oh, morgen ist es 10.000-fach geworden, ja, deswegen reden wir auch mal ein bisschen über Devisen. Alle, also wir haben ja Devisen, also Umulat, wir haben in uns drin, selbst meine Geschwister, wir haben in uns drin eine Bank, ja, du musst dich sehen wie eine Bank, du bist eine Bank, die voller Devisen ist, ja, wir haben sehr viele Devisen, aber wir haben leider wenig Informationen über diese Devisen, die in uns drin sind. Die kennen wir einfach nicht. Diese Devisen, die in uns drin stecken, wir kennen sie nicht. Warum? Was ist das Problem? Das Problem dabei ist, dass wir diese Devisen nicht erkennen können. Warum? Weil wir eine andere Vorstellung vom Reichtum haben. Ja? Wir verbinden alles mit dem Geld. Alles, was heutzutage läuft, ist mit dem Geld verbunden und deswegen können wir nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, was für Devisen wir in uns drin haben. Ja. Also, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, wenn wir uns damit anfangen, mit unseren Devisen zu beschäftigen, ja, mit dem Reichtum, was in uns drin ist, dann werden wir, ach, hör jetzt auf zu zappeln, der kommt rein und der findet das selber. So, ja, weil der, ganze Zeit im Gehirn. Entschuldigung. Ja, also hier wirklich ein Gedanke. Schaut euch mal zum Beispiel den reichsten Mann oder Frau.
den es gibt. Ja? Wisst ihr, was diese Menschen gemacht haben? Wie ist auf das Finanzielle, weil es ja sehr das Thema, was ja sehr viele Menschen beschäftigt, auf das Finanzielle bezogen. Wenn du so einen Menschen, also solche Menschen, zum Beispiel soziale Netzwerke, ihr wisst ja, was ich meine, ja? Extrem Reichtum, extremer Reichtum, sehr, sehr reich geworden. Und das in einer kurzen Zeit. Und sehr schnell. Und sehr jung. Wisst ihr, was dieser Mensch gemacht hat? Dieser Mensch hat nur eine einzige Sache gemacht. Und zwar, er hat sozusagen sein Reichtum, was in ihm drin ist, seine Devisen, die er hat sie erkannt. Und er hat das in Geld umgewandelt. Wie? Indem er ein Produkt produziert hat. Er hat etwas hergestellt. Devisen, er hat sie erkannt. Meine Devisen sind diese Fähigkeit und diese Fähigkeit und diese Denkweise und diese, das hat er alles genommen. Das sind seine Devisen. Er hat sie genommen, umgewandelt in ein Produkt, in eine Idee, in einen Gedanken und er hat es verkauft und hat dafür das Geld, was uns heute alle beschäftigt, dafür bekommen. Wenn du nicht in der Lage bist, dich mit dem Inneren zu beschäftigen, ihr seht, das Thema Innere, das verfolgt uns überall. لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Wenn du es nicht schaffst, das zu erkennen, was für Devisen du in dir drin hast und was für ein Reichtum in dir drin ist, dann kannst du es nicht umwandeln in Gedanken, dann kannst du es nicht umwandeln in Reichtum, dann kannst du es nicht umwandeln in glücklich sein und so weiter und so fort. Du bist nicht in der Lage, dich selbst zu entdecken. Daher entdeckt euch selbst, aber natürlich auf eine angenehme Art und Weise. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich muss mich jetzt entdecken und dann wird er psychisch krank. Ja, es muss ja alles, meine Geschwister, im Gleichgewicht sein. Und daher seht ihr wieder, wie wichtig ist, also dass wir ein Kind nicht zerstören. Ja? Wenn du ein Kind islamisch erziehen möchtest und du machst ihm ständig Ängste, du bist ein Nichts, weil du nicht betest, du bist ein Nichts, weil du kein Kopftuch trägst, weißt du, was du machst? Dieses Kind denkt, er hat keine Devisen. Habt ihr mich verstanden? Dieses Kind denkt, ich habe nichts. Und wir erziehen das Kind, weil wir wollen, dass das Kind betet, dann sagen wir, oder wir uns selbst, wir Menschen, wir sind wertlos, das sagen ja sehr viele, ja? Die sich halt als gottesfürchtig darstellen wollen. Wir denken, das ist Gottes. Wir sind wertlos. Wenn du sagst, dass du wertlos bist, dann wirst du nicht in der Lage sein, deine Devisen zu entdecken. Dann wirst du nicht in der Lage sein, etwas zu entwickeln, was du auch weitergeben kannst, was dir auch was zurückbringen kann. Ganz, ganz gefährlich, meine Geschwister. Daher, wir haben, wie gesagt, wir haben Devisen, die hat mit Geld das Geld, ja, aber wir haben auch Devisen der Gefühle, ja, Devisen des Glücklichseins, des Verständnisses. Es ist so viele, wir haben so viele Devisen an uns, in uns drin und mit denen müssen wir uns beschäftigen und nicht mit dem, was außen ist. Das ist die größte Gefahr, die wir begehen und uns natürlich von dem ablenkt, was in uns drin ist und so, dass wir auch nicht an uns drin oder dran und also arbeiten können. Allahumma, ja. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ar-ghafurur rahim. Ich sage dies und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung. So bitte ich um Vergebung und er wird uns inshallah vergeben. Ja, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ja, weiter mit dem Gedanken, meine Geschwister, lass uns versuchen, das, was in uns drin ist, zu erkennen. Ja? Diese Kräfte, die in uns drin sind, die wir bereits bekommen haben und lasst uns damit arbeiten und bloß nicht, auf keinen Fall nach außen gerichtet sein und danach nach Sachen suchen, ja, suchen,
die man braucht, um glücklich zu werden. Weil dadurch produziert man, was produziert man? Man produziert damit wirklich Armut. Kannst du dir vorstellen, jemand, der sich arm macht? Kennt ihr jemanden, der sagt, ich will mich arm machen? Was machst du? Ja, ich will mich arm machen. Wie? Auf allen Ebenen. Das ist genau das Gleiche. Ja? Und das, was ich euch hier erzähle, ihr denkt, ja, er hat bestimmt viele Bücher über Psychologie gelesen. Nein, liest mal die Überlieferung des Propheten. Liest mal euren Koran und versteht es anders. Ja? Lasst euch nicht nur auf dieses A, also wie eine Reaktion, A plus B ergibt C. Es gibt viel mehr. Das beweise ich euch jetzt gleich, weil wir hier von der Armut sprechen. Der Mensch, meine Geschwister, der ständig etwas nötig hat. Es gibt Menschen, die immer was brauchen. Kennt ihr sie? Er ist immer unterwegs, er braucht immer. Er ist in einem Zustand des Ich brauche, ich benötige. Er benötigt immer. Solche Menschen, meine Geschwister, sie werden ihr ganzes Leben immer in diesem Zustand bleiben des Benötigens. Ich benötige etwas. Ich brauche etwas. Er sagt erstmal, ich brauche jemanden, der mich umarmt. Ja? Und wenn er jemanden bekommt, der ihn umarmt, was passiert dann mit ihm? Dann sagt er, ich brauche Kinder. Und wenn er Kinder bekommt, was braucht er? Ich brauche Ruhe. Kennt ihr das? Das hört ihr doch sehr oft. Wenn die Eltern sagen, oh, ich brauche Ruhe, wann gehen die Kinder endlich raus? Und dann gehen die Kinder endlich raus. Oh, ich brauche meine Kinder. Jetzt ist alles so leer bei mir zu Hause. Ja, das sind Menschen, die Armut produzieren. Ja, und wenn wir halt daran jetzt denken, also dieses Mangel, dass dir etwas fehlt, das produziert Armut. Und dann, wenn wir daran denken, was, hört euch mal das an, dann wieder, ja? An Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, ja? Was er gemacht hat, kana la yata'awwadu min al-faqr bi hadha al-mafhum. Wenn er Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Armut genommen hat, wir kennen diese Bittgebete, dann denken wir, ah, es geht um Euros. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es nötig gehabt, Euros zu haben? Hat er das nötig gehabt? Wenn er sagt, Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr, oh Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor der Armut. Was meint ihr? Welche Armut meint ihr? Wenn ihr hört, dass er sozusagen Milliarden bekommt, ja? Er bekommt Milliarden und was passiert dann? Er verschenkt sie sofort. Ihr kennt die Geschichte, ja? Der eine Mann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat so viel gehabt, so viel bekommen an Tiere, Kamele, und der Mann guckt sich das an und sagt ihm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, war kein Muslim. Er sagt ihm, gefällt dir das hier? Er sagt, wem wird das nicht gefallen? Dann sagt er, dann nimm das, nimm es, das gehört dir. Der Mann hat es erstmal nicht geglaubt, er nimmt es und sagt, dieser Mann hat keine Angst vor der Armut. Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn er sagt, Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr, ich nehme Zufluss bei dir vor der Armut, dann meint er damit nicht das Geld. Ihr meint damit diese Armut, von der ich jetzt gerade hier spreche. Armut. Dann denkt an das nächste Wort. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal-qilla. Was ist al-qilla? Mangel. Al-ihtiyaj. In einem dauernden Zustand des mir fehlt es an was. Ich habe immer das Gefühl, es ist wenig. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal-qillati wal-dhillah. Weil diese Sachen, dass du von anderen Menschen dein Glücklichsein abhängig machst, das bringt dich in einen Zustand des was? Des der Erniedrigung. Sallallahu alaihi wa sallam. Pure Psychologie. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Ja? Al-Hal, die Lösung, meine Geschwister, ist, dass wir endlich unsere Aussagen aus dem Koran vernünftig verstehen, dass wir sie globaler verstehen, dass wir die Aussagen unseres Propheten globaler und tiefer verstehen und dementsprechend auch handeln. Und nicht nur, ja, halal, haram, ich komme ins Grab, gibt es für mich die Strafe, gibt es Paradies oder gibt es nicht. Wenn du nicht im Paradies hier bist, bereits auf dieser Erde, dann kommst du auch nicht da rein. Deswegen sagt der Prophet, du sollst nicht sterben, bevor du dir nicht nur Gutes von Allah subhanahu wa ta'ala erwartest. Und was ist Gutes von ihm erwarten? Auf jenseits bezogen, dass ich halt ins Paradies komme. Al-Ihtiyaj, dieses Al-Faqr wal-Qilla, vor der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Zuflucht bei Allah nimmt, ist wie jemand was? Das ist jemand, der Durst hat und der geht und trinkt Wasser mit Zucker. Kann dich Wasser mit Zucker deinen Durst stellen? Nein. Zucker oder Salz natürlich auch, aber auch mit Zucker ist nur das Gleiche. Oder ich habe Durst, ich hau mir mal ein Liter Orangensaft rein. Geht nicht. Du musst Wasser nehmen. Das ist, was ist die Lösung? Die Lösung, meine Geschwister, ist ganz einfach und ganz banal.
Fangt einfach mal, das haben wir schon mal gemacht, fangt mal einfach mal das aufzuzählen, was du alles in deinem Leben hast. Zähl das mal auf. Ich habe in meinem Leben das und ich habe das und ich habe das und ich habe das. Und genieße es, ja? Denke daran, genieße es, dass du all diese Sachen hast, dass da wirklich ein Genuss entsteht, ein Gefühl der Zufriedenheit. Das führt uns wieder zur Rida, ja? Rida im Islam. Die wahre Bedeutung von Zufriedenheit im Islam. Ja? Die wirklich auch in unserem Leben umgesetzt werden kann und nicht, ja, ich bin nur zufrieden mit den Katastrophen, die ich gerade habe. Ja? Ich bin nur zufrieden, dass ich immer krank bin. Ich bin zufrieden, dass ich nicht, das ist krank. Das ist die falsche Auslegung von Zufriedenheit. Ja? Und spüre einen Genuss, dass du es genießt, dass du das, was du hast, dass du es gerade genießt. Was wird dann passieren? Wenn du das so machst, dann wird bei dir die Kraft entstehen, dass du diesen Genuss, was du gerade hast, dass du es weiterentwickeln möchtest. Und siehst du, und so auf diese Art und Weise wirst du arbeiten, wovon abhängig und wovon ausgehend? Von dem, was du bei dir hast, ja? Versteht ihr, worum es geht? Und nicht von dem, was die anderen haben, ausgehend. Ich habe das und das und das und das genieße ich und deswegen arbeite ich weiter, dass ich noch mehr davon bekomme. Und so spürst du den inneren Reichtum, das innere Reichtum, was dir fehlt, um noch mehr zu bekommen. Und hier wieder die Überlieferung des ersten Psychologen, sallallahu alaihi wasallam. Laysa al-ghina. Reichtum, laysa al-ghina min kathrat al-ghina, min kathrat al-ghina. Das Reichtum ist nicht, weil ich sehr viel von diesem Leben habe. Devisen, Dollar, Euros, Imperium oder wie das heißt, ja? Walakin al-ghina ghina al-nafs. Versteht ihr jetzt, was das bedeutet? Ghina al-nafs. Das Reichtum, das Innere, ein inneres Gefühl, was du hast, dass du reich bist. Wenn du das erreicht hast, dann geht's los. Ich definiere laut dieses Prinzip, wer von uns jetzt, ihr könnt jetzt heute noch entscheiden, wer von euch hier Sitzenden reich ist und wer arm ist. Ja? Bitte in Gedanken, ihr könnt vielleicht auch eure Augen sogar zumachen, wenn ihr wollt, und ich lese euch die Definition vor. Al-Rina, Al-Rina huwa annani, ist, ich bin am Genießen. Al-Rina, ich bin Reichtum, ich bin reich, ist, bedeutet, ich genieße das, was ich habe. Denk an all die Sachen, die du hast. Ich genieße all die Sachen, die ich habe. Und ich werde daran arbeiten, mich weiterzuentwickeln. Ja? Um noch mehr zu erreichen. Damit ich noch innerlich noch reicher werde. Al-Faqr, Armut. Was ist Armut? Ich leide. Ich habe Schmerzen. Und ich brauche jemanden von außen, der mich unterstützt, damit ich aus dieser Situation herauskomme. Ja? Verstanden? Rinna, Reichtum von innen und Armut ist von außen. Mangel, wie der Prophet Al-Qilla, als Al-Qilla bezeichnet hat, weil du kannst ja auch reich, also wieder als Beispiel, damit wir es besser verstehen oder einfach verstehen, du wirst Geld haben. Du wirst sehr viel Geld haben. Hast du auch erreicht. Dann bekommst du so viel Geld und dann merkst du, oder es entsteht bei dir eine Angst. Welche Angst ist das? Hat mich meine Frau wegen mir geheiratet oder wegen meinem Geld? Versteht ihr mich? Die Menschen, die ich jetzt als meine Freunde habe, sind das wirklich Freunde, wahre Freunde oder sind sie nur Freunde von mir, weil sie mein Geld haben wollen? Ja? Du bist wieder in Al-Qillah, wie der Professor es bezeichnet hat. Du bist wieder in einem Zustand des Mangels. Du brauchst wieder von außen was. Ja? Da sagt man noch, ich weiß, es ist anstrengend, aber das ist es. Ja? Solche Menschen, oder eher die Bilder meiner Geschwister, sie werden ständig im Rahmen des Ihtiyajs, im Rahmen der Qilla sein und bleiben. Oder eher die Bilder. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa amla qulubana bi hubbika wa hubbi man ahabbaka ya hannam ya mannam ya badi'a samawati wal ardi ya daljalal wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa aqim salam.